Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Asterix und Obelix Heroes. Ich erwähne es nicht mal mit den 100 Abonnenten. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Wir gehen in den Kräutergarten. Wir brauchen eben Miraculix. Hier brauchen wir einen Zaubertrank. Hier brauchen wir unseren Miraculix. Majestix. Für die Kiste ist die Frage, kommen wir auch woanders dahin? Dann würde ich das so machen. Ihn schmeißen wir raus. Wir holen unser Miraculix rein. Wieso kann ich ihn nicht spielen? Kann ich ihn nur im Kanutenwald spielen oder kann ich ihn gar nicht spielen? Hä? Wieso kann ich ihn nicht spielen? Ich habe eine Erklärung dafür. Ich kann ihn nicht anwählen. Muss da als Leader drin sein? Was ist das? Ist ja blöd. Gut, dann ja, gehen wir in den Kanutenwald. Okay, das würde ich. Ach, das ist ein Unterstützer. Oder? Warte. Sieh raus und ihn rein. Das ist ein Unterstützer. Gut, dann leveln wir. Vielleicht Robotics leveln? Eigentlich nicht. Auf jeden Fall Asterix und Obelix. Und dann nehmen wir Majestix mit für, um gegebenenfalls an dieses Secret ranzukommen. Let's go. Erzähler, unsere Helden erreichen ein verwunschenes Fleckchen im Kanutenwald, das das Herz eines jeden Druiden höher schlagen lassen würde. Das hier ist Archaeopteryx Kräutergarten. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet. Wir wollen doch nicht den Salbei und Rosmarin zertrampeln. Asterix, Archaeopteryx war also ein Lehrer auf der Druidenakademie, richtig? Ja, Glicks, korrekt, Asterix. Archäopteryx hat mich so gut wie alles gelehrt. Was ich weiß, es ist nicht nur unser Druidenältester, sondern auch ein Meister der Tränke und lebender Hort des druidischen Wissens. Den Zaubertrank. Hort des Wissens? Nun, mir galt ja bevorzugt, das Wissen von Mund zu Mund weiterzugeben. Geschriebenes vergeht, gesprochenes bleibt. Wie ein altes gallisches Sprichwort besagt, es geht irgendwie anders. Egal. Archäopteryx ist der Hüter all dieses Wissens, indem es sich in seinem Gedächtnis eingeprägt und an folgenden Generationen weitergibt. Da muss sein Kopf ja ganz schön voll sein. Hat er nicht Angst, dass er irgendwann platzt? Haha, nein, Obelix, keine Sorge, der Kopf eines Druiden kann beinahe unendlich viel Wissen speichern, obwohl der gute Archäopteryx seine Problemchen mit Namen hat. Bei so viel geballten Wissen sie im Gedächtnis, kein Wunder. Ich freue mich schon, ihn zu treffen. Sicherlich kann er uns mehr von seinem Streich auf der Druidenakademie erzählen. Hehehe. Hohoho, vom rebellischen Rowdy Miraculix. Hohoho. Ach, ihr zwei. Also, wir wollen hier hin. Wir wollen hier runter und hoffen, dass unser Majestix das geregelt kriegt. Mist, wir hätten vielleicht Idefix mitnehmen müssen. 16 Schaden. Wir können 16 Schaden blocken. Aber nicht auf beiden. Dann tun wir das so tun. Die 2 macht 8 Schaden auf allem. Das ist natürlich nett. 21 Damage, unverletzlich 2. Wir akzeptieren den Schaden. Und spotten. So, Mr. Miraculix, du kannst den Zaubertrank, ne? Was uns aber, glaube ich, nichts bringt. Oh doch, hier. Der heilt halt leider nicht. Wir heilen ein bisschen. Wir heilen ein bisschen.
Schade, die 1 Licht. Ah, die hätte ich vielleicht töten müssen. Weil die 32 Schaden sind doch schon viel. Nichtsdestotrotz machen wir das dann so. Wir beschützen unseren Majestix und verursachen Schaden. So, der ist betäubt, bekommt aber dort dafür. Also. Ein Gewehr hält L2 gestärkt, 2 Immunität und 2 Resistenz. Das ist cool, aber das ist auch nicht so strong, um ehrlich zu sein. Wir brauchen Rüstung. Wir bekommen keine Rüstung. Wir heilen dann tatsächlich lieber. Jetzt bekommen wir Rüstung. Immerhin ein bisschen und machen ordentlich Damage. Wir heilen und schilden. Motivation hoch, sehr gut. Und wir können um 10 wieder. Also 10 ist echt schon. Ultra stark. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, der Miracolix hat so lange Animationszeiten. Töten wir ihn? Wir töten ihn. Töten ihn und ziehen weiter. Und level ihn. Yay. Es gibt ordentlich EP, ha? Huh? Weiter geht's, wir wollen hier hin. Wir wollen hier hin für die rote Kiste. Buh, 14 Schaden schon wieder. Also die 3, so schnell es geht. Eliminieren. Jetzt spottet dann ausgerechnet die 1. Das ist nicht gut. Nein, unseren Obelix und spotten gleichzeitig. Und er hat auch noch Reflektieren. Eieieiei. Was bringt. Also, ich mach das einfach mal auf den Asterix, den Zaubertrank. Und der Obelix profitiert auch von noch. Das ist immer zu viel Damage für Reflektieren. Aber es hilft ja nichts. Es hilft ja alles nichts. Gut, die schlafen, die beiden. Mehr Zeit zum Heilen. Dann kriegen wir das hin. Ihn zu töten, das ist super. Oh, oh, oh. Minus 5 was? Weniger Rüstung. Interessiert mich nicht. Der blockt. Das heißt, hier bringt es gar nichts. Ja. Freudig ist natürlich super. Und Inspiration ist auch super. Ich weiß, das sind 10 Heilungen, aber die Motivation bringt uns long-term einfach mehr. Sehr gut. Das sind 20 Motivationen. Wir heilen. Der macht Schaden. Aber erst in der nächsten Runde wieder. Das ist gut. Dann können wir ihn runterknüppeln. Und versuchen nebenbei irgendwie zu heilen. Oh, Bodycheck ist natürlich ordentlich Damage. Erste Hilfe ist super. 14 Schaden, das ist schlecht. Jetzt bräuchten wir die Rüstung, jetzt bräuchten wir die Rüstung. Ja, es sind nur 8. Und wir hauen ihn ein bisschen runter. Also 30 Schaden müssen wir heilen, das ist ordentlich. Und er bekommt 15 davon ab, leider. Ne, er bekommt 15.
Und jetzt kriegt Obelix 15. Es bringt mir alles nichts. Und er hat auch noch reflektieren. Oh Mist, ey. Schaden kriegen, müssen wir irgendwie Gehalt kriegen. So, und wir müssen hier durch. Sehr gut. Wir müssen uns Gehalt kriegen. Aber ganz ehrlich, ich muss mich auch noch geschützt kriegen. Der Potty-Check kommt fast wie gerufen. Die 21 Schaden ist halt auch. Wow. Spotten. Was bringt das? 5 weniger Schaden, ist wurscht. Er ist geheilt. Hier die beiden. Die brauchen hier aus 30 Leben. Fangen wir mit ihm an. Töten dann die 2 und gucken, dass wir die 3 runterkriegen. Der Heil schützt sich nur, das ist cool, deswegen versuchen wir sehr gut ein paar Heals wenigstens zu bekommen. Und noch mehr Heal. So langsam kommen wir wieder in eine gute Richtung. Freudig ist natürlich sehr, sehr gut. Wir schützen einmal Obelixchen. Bringt nichts, weil die 3 ist erst nach ihm dran. Okay, Obelix muss sich selbst schützen. Sehr gut. Ordentliche Motivation. Naja, ich hätte es gerne ein bisschen verteilter, aber man kann sich es nicht immer aussuchen. Unsichtbar ist jetzt nicht dein Ernst. Ein Bär unsichtbar. Wie strong ist das denn bitte? Motivation ist super, Heilung ist fast drüber, aber macht ja nichts. Noch ein Heal. Oder wir machen jetzt richtig, richtig Damage. 40, 55 Damage. Und unsichtbar. Urk, urk. Klappt das? Ne, kann ich nicht einsetzen. Immerhin ein bisschen Schutz. Ist eigentlich auch wurscht. Der bufft sich ja nur selbst. Motivation ist gut. Und jetzt macht er aber ein bisschen viel Schaden. Aber wir können das gerne ablocken. Schwächling von mir aus. Ne, die Steinschleuder hätte ich ganz gerne. Und dann ist eh vorbei. Ist eh vorbei. Obelix hat ein bisschen wenig Motivation. Aber das kriegen wir hin. Motivation hoch. Und die rote Kiste. 16 Schaden an allem. Also, wir blocken das ab. Machen Damage. Die 16 kriegen wir eh geheilt wieder. Ja, wir müssen ihn einfach nur schützen. Knüppeln den Bären. Und heilen uns mit unserem Obelix, wie immer.
Holen uns das erste Hebel. Nee, 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 ich spiele den Zaubertrank tatsächlich. Sehr gut. 18 Schaden. 21 und 18. Ey, wie viel Damage ist das denn bitte? Der macht 7 an allem. Wir können leider nur einen schützen. Ein Heal wäre gut, dann könnte ich sehr gut, genau hier einmal heilen. Dann noch 13 Schaden machen. Motivation ist gut, Spott ist gut, Rüstung ist super. Naja, wir machen ihn jetzt fertig. Wir machen den guten Mann fertig. 48 Schaden, wow. So, und ich würde sagen, wir öffnen die rote Kiste in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin gemein, aber in der nächsten Folge. Bis dahin.